Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen zerstörerischen Folge Marvel's Avengers. Wir machen jetzt weiter mit Kamala hier. Und letzte Folge haben wir Hulk gespielt und waren ja mit ihm hier ganz schön viel unterwegs und haben auch ganz schön viel kaputt gemacht. So, was haben wir denn hier erstmal alles? Erstmal alles hier mitnehmen, was wir hier so haben. Okay, auf jeden Fall Ausrüstung. Schön viel Ausrüstung. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Versteht sich natürlich von selbst. So, was haben wir denn hier? Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier Strom anmachen. So, haben wir hier rüber. Einmal das hier zerstören. Gut. Und jetzt einmal hier rüber. Woo! ja, so war das noch nicht so geplant. So, Moment. Jawohl, jetzt. Jetzt haben wir es richtig gemacht. Ja, mit ihr fühlt sich das Gameplay auf jeden Fall schön recht flott an. So, einmal hier rangehen. Zack. Oh, hallo. Okay, um die kümmern wir uns sofort. Wir rüsten aber lieber erstmal die bessere Ausrüstung von uns aus. So, hier haben wir ein was Schlechteres. Das können wir ja erstmal zerlegen. Zack. Wo haben wir noch etwas Besseres? Ja, hier. Gut, dann das alte auch wieder zerlegen. So. Sehr gut. Und jetzt kämpfen. Mal her. Hallo. Besteht die Chance, dass ihr mich nicht umbringen wollt? Boah. Also mit ihr macht das Kampfsystem auch echt Laune. Verdammt, da steht wohl ein Kampf bevor. Reiß dich zusammen, Kahn. Du schaffst das. Ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut mit ihr auch. Eigentlich muss ich ganz klar sagen, ja, jede Figur, die wir bis jetzt so gespielt haben, hier macht gut Laune. Muss ich echt sagen. So, wir müssen den hier irgendwie noch ausschalten. So, ja. Na? Kleine Blechbüchse. Geh kaputt. Generatoren online. Bitte aktivieren Sie Kontaktsysteme. Ich muss wohl noch mehr Schalter drücken, damit ich Strom kriege. Dann schauen wir mal noch mehr Schaltern. Ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal auf die andere Seite dort rüber, oder? Also das sehe ich nämlich jetzt hier gerade gar nicht so richtig einen Weg noch. Ich hab's in den Augen. Das kann auch sein. Hier würde ich halt eigentlich denken, aber nein, hier können wir nichts machen. Trödel nicht rum, Kamala. Leg ein paar Schalter um. Ja, ist ja gut. Ich schau ja schon nach den Schaltern. Wenn ich wüsste, wo hier welche sind. Es muss dann hier irgendwo anders nochmal weitergehen. Dann schätze ich mal hier durch die Tür. Nein, die Tür ist zu. Und hier hinten runter kann ich auch nicht. Kamala, wo müssen wir was drücken? Sag es mir doch. So, einmal hier hin. Ich wage zu bezweifeln, hier durch. Ja, das geht nicht. Ah, hier! Ah, hier haben wir ja noch was. Gut. Schon entdeckt. Okay, wir haben eine neue Fähigkeit jetzt noch bekommen. Aua. Das hat wehgetan. Boah. Ja, die kriegen uns gerade immer mal wieder ganz gut runter. Aber letzten Endes haben sie keine Chance. So. Kommt alle her. Zack. Immer schön bei ins Gesicht hier geben. Und hier runter einmal. Einmal die Fähigkeiten einsetzen. Gut. Und weg mit dir. Ja, da ist es mal eine Runde geflogen, würde ich meinen. So, jetzt hier rüber. Hep. Ich würde sagen, das Klettern gefällt mir eigentlich ganz gut mit ihr.
einmal sicher wegboxen ein klein wenig. Ja, immer schön draufboxen hier. Oh, der ist geflogen. Der ist wunderschön geflogen. Muss man ja mal so sagen. Alle Schalter sind betätigt. Was geht denn jetzt hier ab? Überall Drohnen. Das müssten jetzt aber die letzten sein, oder? Ja, hoffen wir es mal, Kamala. Dass das jetzt die letzten sind. Oh, aua. Wir müssen die irgendwie ein bisschen auf Abstand kriegen. Die hängen ein bisschen zu nah hier an uns dran. Also meinen. So, die Drohnen erstmal ein bisschen wegboxen. Ouchi. Jawoll. Schön runtergeflogen sind ja die gefährlichsten so fast alle. Jawohl, ihre Ulti ist da. Hoho! Jetzt sind wir aber richtig schön groß. Krass. Krasse Fähigkeit. Jetzt müsste die Tür aufgehen. Ja, jetzt ist sie auch offen. Gut, Kamala. Hier rüber. Und hier durch. Sei bitte hier, Jarvis. Vielleicht versteckt er sich in diesem Haufen super cooler Avengers-Sachen. Nein, konzentrier dich, Kamala. Du musst einen Hinweis finden. Dann schauen wir mal nach einem Hinweis. Was haben wir denn hier Schönes? Ich glaube, das hat Thor gehört. Vielleicht ein Geheimhebel? Oh, nein. Nur ein Krug. Ja, ein heiliger Krug. Was haben wir hier? Wozu Pyrit ausstellen, wenn du dir das Original leisten kannst? Ich muss weitersuchen. Na, wir gehen mal hier weiter. Die Mark 1! Wollte er das alles wieder abholen? Was haben wir denn hier? Ah, hier hinten geht's weiter. Caps erster Schild. Der war am A-Day ausgestellt. Du öffnest keinen Geheimgang, oder? Nein, denke ich mal nicht. War ein Versuch wert. Oh, eine schicke Gitarre. Antoni. Ich weiß, ich sollte nicht ausflippen, aber ich flippe gerade aus. Tony Starks Gitarre. So, hier haben wir eine Kiste. Zack, jawohl, bisschen was an. Was ist hier? Loot. Oh, ihr seht gut aus, Leute. Nicht wirklich, oder? Jarvis! Jetzt muss ich den Hulk suchen und verschwinden. Was hast du denn da, Grille? Wieso gibst du mir das nicht? Ganz sicher nicht. Enttäuschend. Willkommen zurück im Land der Lebenden. Sie sehen gar nicht mal so gut aus. An alle Einheiten, findet das Mädchen und geht mir aus dem Weg. Okay, Bosskampfzeit. Etwas stimmt nicht mit ihm. Etwas ist anders.
So. Ein Geschenk. Komm schon. Wir müssen ihn platt machen. Das ist Verlein ihn, richtig? Und das ist seine Schuld. Ich glaube, wir müssen irgendwas mit diesen Stromdingern dort hinten machen. Kann ich vielleicht auf die was draufwerfen? Ah, okay, damit bringst du Sachen zum Hochjagen. Ah, und dann liegt hier was zum Heilen. Ja. Das ist Gesundheit, was da liegt. Okay. So. Mal schön drauf auf ihn hier. Jawohl. Ein Bereich schon mal von seiner Gesundheit ist schon mal weg. So, wir brauchen auf jeden Fall Gesundheit. So. Haben wir hier hinter. Komm schon. Schnell weg hier. Nein. Ah. Aua. Das hat weh. War das nämlich auch nicht geplant. Ja, ich glaube beim ersten Mal schaffen wir es noch nicht gegen ihn. Ich glaube, ich werde bei ihm noch einen Anlauf brauchen. Oder? Na, jetzt sieht es ganz gut aus gerade. Oh, oh, Hilfe! Flieger! Ich habe die Pläne des Archivs gefunden. Ich denke, jetzt finde ich auch zu dir. Hoffentlich ist sie bald bei uns. Ja, spüren Sie es? Diese Energie. Hier war meine Evolution. Freut mich für deine Evolution. Ich werde dich aber jetzt aufhalten. Aber zuvor hole ich mir lieber etwas Gesundheit. Einfach um auf eine sicher zu gehen. So, komm her. Jawohl, immer draufschmeißen. Das war's gleich für dich, mein Lieber. Schnell hin. Sind wir überhaupt? Klar, ich führe Selbstgespräche. Okay. Zeig mir deine Geheimnisse. Nach unserem leitenden Wissenschaftler haben wir das Peregrinogramm erfolgreich rückentwickelt. Was? Warten Sie bitte! Beruhig dich. In einer Minute ist alles vorbei. Verabreichung des Heilmittels. Was meinen Sie damit? Sie tun ihm weh. Ein vielversprechendes Ergebnis. Fall 705 hatte einen bemerkenswerten Heilungsprozess und wird die nächsten 24 Stunden beobachtet.
Herzlichen Glückwunsch. Sie sind geheilt. Unmöglich. Wir sollten verschwinden. Es ist nicht sicher. Ja. Natürlich. Wenn du willst, mach es dir hier gern ein bisschen gemütlicher. Oh, danke. Ja. Alles gut? Du bist doch sonst nicht so schweigsam. Ja, alles gut. Okay. Okay. Gut, also... Ja. Was, wenn es echt ist? Was hast du gesagt? Das Heilmittel. Was, wenn es echt ist? Ich meine, es sieht echt aus, aber... Was, wenn ich wieder normal sein könnte? Naja, weißt du, es... So funktioniert das nicht. Aber du hast es doch gesehen. Es tut bestimmt sehr weh, aber... Vielleicht ist es das ja wert. Kamala... Ich habe nie wirklich dazugehört. Meine Welt waren die Superhelden und... Ich dachte, wenn ich diesen Fanfiction-Wettbewerb gewinne, würde alles irgendwie... Es spielt keine Rolle. Sieh mich doch an. Ich bin ein Freak. Wow, du bist kein... Was du da getan hast... Hey. Was du getan hast, war echt mutig. Es war dumm. Aber trotzdem mutig. Und es gibt nicht viele Menschen, die sowas können. Gut ist nicht, was du bist. Wie bitte? Gar nichts. Danke. Das Zimmer ist echt toll. Okay. Oder wird es sein, okay. Also, wenn es fertig ist? Ja, es ist. Tob dich aus. Gut. Ja, danke. Okay, ich gehe und mach irgendwas. Okay. Alles klar. Gut gemacht, Kamala. Das war überhaupt nicht peinlich. Aber jetzt habe ich ein Zimmer auf der Chimera. Passiert das wirklich? Ja, das passiert wirklich. Gut, Leute. Ich würde sagen, nächste Folge machen wir dann hier weiter. Jetzt machen wir hier erstmal Schluss. Ich hoffe, euch hat das Video ein klein wenig gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.